Und es ist auch heute für die Europapokalteilnehmer eine Generalprobe für den kommenden Mittwoch. Beginnen wir also gleich auf dem Tivoli. Die Mannschaft von Ernst Happel, dort geht heute um die Tabellenführung, ist daheim noch ungeschlagen. Er hat auch einen ausgezeichneten Rekord gegen die Wiener Austria, nur einmal auswärts verloren und einmal daheim. Das war im Vorjahr 1:2 zum Saisonauftakt. Heute hat es auch einen Trainergipfel am Tivoli gegeben. Teamchef Josef Riedl war in Tirol, dazu natürlich Herbert Prohaska und der Altmeister, der Weltmeister Ernst Happel. Trainergipfel also am Spielfeldrand. Auf der Tribüne Beobachter von Arsenal und Tromsø, den Mittwochgegnern von Innsbruck und der Austria im Europacup. 14.000 Zuschauer bei herrlichem Herbstwetter am Tivoli. Levi Swarovski ganz in Weiß von rechts nach links ohne Streiter. Austria, der Tabellenführer in Violett, in stärkster Aufstellung. Für beide Teams also die Generalprobe für die Europacup-Spiele gegen Tromsø und Arsenal am Mittwoch. Turbulenter, rassiger Beginn, Austria unter Druck. Freistoß nach Foul an Linzmeier für die Tiroler und Pakul knapp vergeben. Austria-Torhüter Ilja Walow. Nur ganz selten Konter der Austria. Zu schwach geschossen. Kein Problem für Innsbruck-Torhüter Hassler. Der Schuss kam vom Flügel. Westertaler. Ganz allein auf Walow zu. Abgewehrt. Noch immer Westertaler. Und auch im zweiten Anlauf vergibt, scheitert Westertaler. Gute Möglichkeit aber für die Tiroler, für Christoph Westertaler in der Anfangsphase. Fast ausverkauftes Haus am Tivoli. Linzmeier. Ecke, Eckball für den FC Tirol. Korosito. Kopfball Ablinger und pariert von Torhüter Walow die nächste Chance der Tiroler dahin. Innsbrucks Betreuerduo Uwe Schappel. Ständig angeführt Tiroler. Pakult, Volley, aber schlecht getroffen. Walow hält. Bauer wehrt ab. Posch. Weiter Pass nach vorne auf Pakult. Pakult vorbei an Walow. Und trifft nur das Außennetz. Peter Pakult. Walow verletzt sich in dieser Aktion. Hält aber humpelnd über das ganze Spiel hinweg durch. Wieder Innsbruck, Foul, Freistoß, Gorosito. Pakul, Bauer, Rückpass an die Querlatte. Längst könnte der FC Tirol in Führung gehen, Gorosito. Der Ball noch zur Mitte gebracht, Westertaler, Kopfball an die Stangen, wieder nichts. Kein Glück bislang für Tirol-Stürmer. 0:0, das steckt die Austria. Ivan Auskas. Recht guter Schuss. Und die Austria. Ivan Auskas, vernachlässigt von der Innsbrucker Verteidigung. 38. Minute, Führung für die Austria, Spielstand 0:1. Ivan Auskas. Im Prinzip gegen drei Innsbrucker Abwehrspieler setzt er sich durch und erzielt den Führungstreffer für die Austria. Wieder die Austria. Stöger. Stöger. In der Mitte frei, Hassler. Zu kurz die Abwehr und Stöger. 41. Minute, 2:0 für die Austria. Peter Stöger, der Torschütze. Bauer gegen Stöger zieht die Notbremse. Bauer, der schon die gelbe Karte gesehen hat. 44. Minute, rote Karte für Michael Bauer, den Teamlibero. Halbzeitstand 0:2 und auf den FC Tirol warten 45 Minuten mit nur 10 Mann. Die zweite Spielhälfte. Tirol mit 10 Mann, personell aber auch psychisch angeschlagen. Aus der klar überlegen. Ivan Auskas, herrliche Aktion, aber vergeben. Wieder die Austria. Eine Mannschaft, die Spielstand und Spielsituation nun schier genießt, sich freispielt. Toll spielt, angetrieben von Peter Stöger, dem besten Mann.
Guter Pass zur Mitte. Kastler pariert. Flügel. Auf Ogris. Ogris vorbei am Posch. Hassler abgewertet. Eckball für die Austria. Und an die Stange dieser Kopfball. Nochmals die Austria. Kein Pass, kein Schuss. Vergeben. Stöger in Bombenform, bester Mann am Platz. Traumpass auf Ogris. 58. Minute, 3:0 für die Austria. Torschütze Andreas Ogris. Eine Austria, die längst hinten liegen müsste, führt nun überlegen mit 3:0. Hat das Spiel völlig umgedreht. Torschütze Andreas Ogris. Zusammenstoß Narbekovas mit Posch und der Austrianer Narbekovas scheidet verletzt aus. Für ihn kommt Schneider. An der Überlegenheit der Austria ändert sich nicht das Geringste. Auch wenn Innsbruck sich gegen das Debakel nun aufbäumt. Zu hoch angetragen, die Flanke, Backholt kommt nicht an den Ball. Immer wieder Peter Stöger. Wieder einer seiner exakten Weitenpasses. Bosenik ganz allein. 72. Minute, 4:0 für die Austria. Elegant überhebt Christian Prosenik den Innsbrucker Torhüter zum 4:0. Und 4:0 in Führung liegend, wird die Austria nachlässig. Weiter Ausflug von Torhüter Walow. Kurt Russ. Cavallo. Und Schack rettet auf der Linie. Backholt. Vergeben. Gute Möglichkeit der Innsbrucker. Aber Backholt vergibt. Corosito. Backholt. 79. Minute. Ein Tor aufgeholt. 1:4 der Spielstand. 79. Minute. Torschütze Peter Backholt. Und nun drängt wieder der FC Tirol. Trotz der numerischen Schwächung. Linzmeier auf Hartmann. Cavallo scheitert. Corosito. 87. Minute. 2:4. Schöner Haken von Corosito und aus der Drehung geschossen. 3 Minuten vor Schluss, 2:4 der Spielstand. Torschütze Nestor Corosito. Einwurf für die Tiroler. Corosito. Cavallo. Corosito. Backholt. 89. Minute, 3:4. Torschütze per Kopf. Peter Backholt. Und das ist der Endstand. Der FC Swarovski unterliegt der Austria mit 3:4. Eigentlich ein ganz seltsames Spiel, weil der FC Tirol hat zu Beginn sehr gute, hundertprozentige Torschancen vergeben. Wir haben dann eigentlich aus 2 Kontern 2:0 geführt. Dann ist der Michael Bauer noch ausgeschlossen und dann haben wir unsere Konterchancen in der zweiten Hälfte noch besser genützt. Und gegen Ende, weiß ich nicht, da war die Konzentration weg. Vielleicht waren einige Spieler mit den Gedanken schon in London. Aber das ist keine Entschuldigung. Normalerweise hätten wir zu dem Zeitpunkt, wo wir 4:0 geführt haben, das Spiel ganz locker nach Hause spielen müssen. Wir sind vor allem 4:0 hinten gelegen mit 10 Mann natürlich, da hat die Austria voll auf Konter gespielt, aber was wir dann zum Schluss geboten haben, das war Marke Innsbruck und es ist nur schade, dass das Spiel noch nicht 10 Minuten länger gedauert hat. Ja, die Innsbrucker darf man nicht unterschätzen. Bemerkenswert das Finish und deshalb kommen ja auch die Zuschauer so zahlreich aufs Tivoli. So, zu unserem nächsten Spiel, Rapid gegen Wien.